In unserer letzten Folge haben wir über das Blues-Schema gesprochen, also die typische 12-taktige Akkordfolge, die einem Blues-Song zugrunde liegt. Ein Song besteht aber ja nicht nur aus Harmonien, sondern braucht auch eine Melodie. Und die kannst du ganz einfach mit Hilfe der sogenannten Blues-Tonleiter komponieren und improvisieren. Was das ist, erfährst du jetzt. Hey und herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Ich bin der Sebastian und heute geht's um die Blues-Tonleiter. Die klassische Blues-Tonleiter ist erstens ein nützliches Werkzeug zum Bilden von Blues-Melodien und zweitens vor allem auch super wichtig zum Improvisieren, also dem freien Spiel über eine Akkordfolge hinweg, wie zum Beispiel dem Blues-Schema. Sie entsteht dabei aus der sogenannten Moll-Pentatonik, also einer Art verkürzten Molltonleiter, die aus 5 Tönen besteht. Wir haben hier schon mal ein Video zur Dur- und Moll-Pentatonik gemacht. Das kannst du dir zur Auffrischung gerne nochmal anschauen. Und wenn du schon dabei bist, abonnier doch auch direkt unseren Kanal. Um eine Moll-Pentatonik zu bilden, können wir uns eine beliebige Moll-Tonleiter als Ausgangspunkt aussuchen. Wir nehmen jetzt mal A-Moll. Die A-Moll-Tonleiter besteht aus den Tönen A, H, C, D, E, F und G, also aus 7 Tönen. Um nun eine Moll-Pentatonik mit 5 Tönen zu erhalten, streichen wir den 2. und 6. Ton einfach weg. Somit bleiben die Töne A, C, D, E und G stehen. Das ist eine A-Moll-Pentatonik. Man kann sich die Struktur einer Moll-Pentatonik auch mit Hilfe von Intervallen, also Tonabständen, merken. So liegt zwischen dem Ton A und C eine kleine Terz. Danach folgen die Töne D und E, die jeweils im Abstand einer großen Sekunde zueinander liegen. Dann springen wir wieder eine kleine Terz nach oben und landen bei G. Und um wieder zum Ausgangston A zu kommen, würde man noch eine große Sekunde nach oben gehen. Du kannst also von jedem beliebigen Ton aus ganz einfach mit diesen 5 Intervallen, kleine Terz, große Sekunde, kleine Terz, große Sekunde, eine Moll-Pentatonik bauen. Schon mit der Moll-Pentatonik könnte man ganz easy über eine simple Akkordfolge improvisieren. Das klingt eigentlich immer passend und gut. Doch heute wollen wir ja über die Blues-Tonleiter sprechen. Da die Moll-Pentatonik relativ spannungsarm klingt, also keine Leittöne enthält oder besondere Dissonanzen erzeugt, kann sie nun um einen Ton ergänzt werden, nämlich um eine sogenannte Blue Note. Unter Blue Notes versteht man für den Blues besonders charakteristische Töne. Sie erzeugen erst das typische Blues-Feeling. Sie bringen Spannung und Farbe in die ganze Geschichte. Und sie sorgen dafür, dass die Grenzen zwischen Dur und Moll etwas verwischt werden. Unsere Moll-Pentatonik wird also um einen Ton erweitert. Dieser liegt zwischen der Quarte und der Quinte, in unserem Fall also zwischen D und E. Dazwischen liegt nur ein potenzieller Ton, nämlich das Dis bzw. das S, was man eher in diesem Fall sagen würde. Das entspricht einer verminderten Quinte von A aus. Und schon haben wir die fertige Blues-Tonleiter in A, die allein durch diese eine zusätzliche Blue Note richtig an Charakter gewinnt. Und so klingt sie. Um das nochmal zu üben, bilden wir jetzt mal eine Blues-Tonleiter von D aus. Wir starten also zuerst mit der Moll-Pentatonik. Dazu können wir wieder die Bauanleitung von vorhin nutzen. Wir springen dementsprechend von D eine kleine Terz hoch zum F. Danach folgen 2 große Sekunden, also 2 Ganztöne. Das sind dann die Töne G und A. Jetzt wieder eine kleine Terz hoch und wir landen bei C. Das Ganze wird um die noch fehlende Blue Note ergänzt, also die verminderte Quinte von D aus. Die liegt zwischen dem 3. und 4. Ton, entspricht also dem Ass. Und so klingt die fertige Blues-Tonleiter in D. Diese Blues-Tonleiter kann nun als Improvisationsmaterial genutzt werden. In diesem Fall beispielsweise über einen Blues in D. Das könnte dann so klingen. Thank you.
Falls ihr euch wundert, ja, es ist möglich, über einen Dur-Blues mit den Tönen der Bluestone-Leiter zu spielen, die ja auf Moll basiert. Das ist sogar Sinn der Sache. Dadurch entsteht nämlich klangliche Reibung, die einfach harmonisch interessanter klingt. Trotzdem muss man immer ein bisschen aufpassen, dass einige Töne bei manchen Akkorden nicht zu dominant gespielt werden. Zum Beispiel die verminderte Quinte, also die Blue Note. Diese ist eher als Durchgangsnote und stilvoller Akzent zu betrachten. Das Gute am Blues oder allgemein am Jazz ist aber ja, dass man ganz viel mit den Tönen experimentieren und spielen kann. Von daher, probier's doch einfach selbst mal aus. Wir haben hier ein kleines Play-Along erstellt, ein relativ simpler Blues in A, über den du mit jedem beliebigen Instrument improvisieren kannst und dazu natürlich gerne die Bluestone-Leiter nutzen kannst. Viel Spaß damit! Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen mehr in die Welt des Blues eintauchen und ich kann dich nur ermutigen, das heute Gelernte auch in die Praxis umzusetzen. Also schnapp dir ein Instrument oder fang an zu singen, so wird Musik schließlich erst lebendig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!